und ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal zu 7 Days to Die. Ja, ich habe mich jetzt hier so ein bisschen reingeschlichen, also versucht reinzuschleichen und an meinen Rucksack zu kommen. Und es geht hier noch tiefer runter. Die Sache ist natürlich, dass ich natürlich nicht laufen kann, wenn ich so voll bin, ne? Ich müsste eigentlich nach oben und erstmal ausladen gehen. Da komme ich nämlich noch tiefer runter, so dass ich auch wieder was aufnehmen kann. Und vielleicht kann ich dann auch mal den Weg in regulären. Ich bin direkt hier drunter. Hier geht es dann darunter, da geht es dann darüber, aber ich komme hier nicht. Wie zum Teufel komme ich hier oben raus? Gar nicht, ne? So ohne weiteres. So runter ist ja jetzt nicht das Problem, aber rauf. Wir gehen jetzt einfach machen. Wir haben ja nur die ganze Nacht Zeit. Hier fehlt mir die Treppe. Ist eigentlich auch eine geile Base, ne? So. Ein Erdnuckelchen. So. Na, steh wieder auf. So. Und mal da rein. Okay. So, hier sind wir auf jeden Fall. Genau, wenn ich den jetzt hier noch weghauen würde, dann käme ich da auf jeden Fall schon mal wieder in die Cafeteria. Das wäre ja schon mal wenigstens etwas. Genau. Hier war die dicke Dame, okay. So, dann gucken wir mal, wo es weitergeht. Geht da nicht. Da auch nicht. Hallo. Frau Doktor. Von hier. Komm hier hin. Ey. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein und nochmals nein. Puh. Ich hab mich schon irgendwie in der Ecke liegen sehen. Er kommt von da. So. War super viel zum Abbauen, ne? Kann halt nicht mehr so viel mitnehmen, das ist halt doof. Eine Tankstelle. Eine Tankstelle unter der Erde. Oh. Da sind zwei und da sind zwei. Ich muss hier durch. Bringt es uns nichts.
So. Schmeißen wir mal die direkt ein. Eine Schmerztablette. Haben wir noch was zum Nähen? Haben wir da auch was, ne? Blondet. Dann nehmen wir eine Schmerztablette. Die nehmen wir auch mal direkt. Alles rein, was... Alles rein, was geht. So. Und dann kümmern wir uns jetzt um die hier. So, aber... Oh, da hinten sind auch noch mal ganz viele. Oh, Gas. Na, lass mich looten. Ziehen. So. Okay, hier geht's irgendwie hoch. Da hinten kommt einer angerannt. Oh. Was ein Stress. Tom? Okay. Hört auf mit dem Kackmensch! Kinder, ich bin überladen. Essen. Ja. Wunderbar, den kann ich mal lesen hier. Munition. Geschlossen. Ich muss ja auf jeden Fall zu Zwischenlagern gleich. Da führt kein Weg dran vorbei. Kann mich ja gar nicht mehr bewegen. Muss mal eben hier. Und ne, der kommt wieder da rein. So. So, die muss ich aufhacken, ne? Da ich habe keine Dietriche dabei, ne? Na, hab ich geahnt. Ja, dann würde ich sagen, hacken wir sie mal up. Schauen, was passiert. Jetzt hat er Durst. Den können wir abhelfen. Na komm schon. Da hinten sind auch noch ganz viele Kisten. Und ich mache einen kleinen Schnitt hier. Wenn die Kiste fast auf ist, schalte ich wieder dazu. Bis gleich. So, die Kiste ist so gut wie up. Und dann gucken wir mal rein. Oh ja, oh, die hat sich gelohnt. Das Aufpacken hat sich definitiv gelohnt. Jetzt muss ich nur noch einen Abstellplatz für das Hab und Gut finden hier. Die sind zu klein, ne? Macht wenig Sinn. Mache ich die mal auf hier, mal gucken, ob da vielleicht eine größere Kiste drin ist. Okay. Da legen wir den Kram dann auch noch rein.
So. Dann lassen wir direkt drin, dann nehme ich gleich raus. Das ist ja Quatsch. Mach ich mir jetzt nur wieder voll. Ich gucke erstmal, was hinten noch drin ist. Und die kommen aber spät hier, die Dinger, ne? So. Und dann gehen wir mal hier gucken. Da haben wir hier. Eine Millimeter-Schematik. Oh. Wieder so viel drin, ne? Schon. Mama mia. Okay. Oh, hier haben wir ganz viel Stein. So. Schon wieder voll. Ich merke schon wieder. Blaswald, denn. Lernen wir direkt und dann packe ich erstmal wieder um. So. Ja, den Zement nehme ich auch mit. Also, ich weiß noch nicht genau wofür. Also zum Bauen logischerweise, aber. So, was haben wir hier oben? Ja, nichts, ne? Da geht es nur dann wieder raus. Okay. Gut, dann würde ich sagen, den Zement leer machen. So. Aber gibt eine Menge Zement. Zum, tudum, tudum. Wir haben gar kein Ende. Astersteine haben wir auch noch da hinten eine Menge. Mich graudet schon, die ganzen Sachen zur Base zu bringen. Da fahre ich auch bestimmt wieder zweimal. Noch mehr Zement. Mein Farben brauchen wir tatsächlich nicht wirklich, ne? Wir finden hier so viele Klamotten zum Bauen, dass Farben ja fast ausfällt.
Klo. Okay, die haben wir schon gemacht. Jetzt müssen wir die da oben noch abbauen, die Zementkisten. Oder Säcke, Kisten. Oder oben hängt noch eine. Der Gegenstand muss repariert werden. Okay. So, jetzt aber. So, und jetzt geht's noch mal hier irgendwie hoch, ne? Wer weiß, wo da auch hingeht. Nach da. Das heißt, wenn ich so mache und so mache, komme ich da nicht durch. 1000. Okay. Das ist Quatsch. Wir sind, glaube ich, hier fast durch. Also wir sind eigentlich durch, glaube ich, hier, ne? Wenn mich nie alles täuscht. Oh, das ist noch ein Generator, den habe ich gar nicht. So, da oben sind ein paar Sachen. So, die Kisten. Mache ich die jetzt auf oder nicht? Das ist halt die Frage. Brauchen wir so viel Plastik und Papier? Ich meine, das steht wirklich überall, ne? Könnten den Stein noch öffnen und abbauen? Da ist ja auch noch Blei mit dabei. Das ist ja gar nicht so schlecht. Eieieiei. Mein Stein ist ja auch. Ob wir jetzt draußen mal zwischendurch Stein hacken oder ob wir das jetzt abbauen. Ich glaube, da ist da hier die Paletten wegzunehmen wesentlich angenehmer, wenn, als wenn ich mir an so einen dusseligen Stein stelle. Ich hatte aber Reparaturkits, habe ich irgendwo gelootet. Die sind, müssten irgendwo hier in der Kiste sein. So. Die letzten Häuflein. Und jetzt ist er kaputt, okay. Gut, dann würde ich sagen, hier sind wir durch. Wir haben soweit auch alles gelootet. Ich finde auch nichts mehr, was wir noch machen könnten. Dann würde ich sagen, ich bringe offscreen die ganzen Sachen zur Base, schmeiß die alle wie gewohnt überall in die Kiste und wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer einen schönen Tag, schönen Abend und einen schönen guten Morgen, je nachdem wann ihr die Folge gesehen habt. Bleibt mir gewogen, euer Dexter, bye bye.